von Extinction Rebellion und wir machen eine neue Aktionsform, das sogenannte Swarming. Da blockiert man für kurze Zeit den Verkehr an einem Fußgängerüberweg. Das hält man für mehrere Ampelphasen und dann geht man wieder runter, lässt den Verkehr sich wieder ein Stück weit normalisieren, wiederholt es wieder. Das ist eine Aktionsform, die letztes Jahr in England groß geworden ist. Wir können auch Fahrrad fahren, wir können auch Fahrrad fahren. Warum wir das machen, ist, weil wir merken, dass nur Demonstrationen nicht mehr helfen und wir den Alltag unterbrechen wollen. Weil über die letzten Jahre und Jahrzehnte hat einfach gezeigt, dass mit Demonstrationen man nicht eine so akute Krise abwenden kann. Und diese Klimakrise hat das Potenzial, die schlimmste Katastrophe zu sein, die wir je hatten, seitdem es uns Menschen hier gibt auf der Erde. Also von den Passanten sind die, glaube ich, hauptsächlich positiv. Natürlich hat man auch ab und an mal jemanden, der da dagegen ist und auch uns irgendwas zuruft oder so, aber da muss man durch. Bei den Autofahrern ist es gemischt. Es ist auch je nach Stadt anders. Wir haben gemerkt, dass die Autofahrer in Erlangen viel freundlicher sind zu uns als die hier in Nürnberg. Ja, ich würde sagen trotzdem, dass die meisten Leute unsere Sache unterstützen und auch verstehen, warum wir da stehen. Wir sagen das auch den Autofahrern, zumindest denen, die mit uns reden wollen. Ja, also, ich habe mit so 20 Leuten gerechnet und es regnet. Ich finde es klasse, dass wir jetzt knapp 80 geworden sind, glaube ich.